Willkommen in meiner Teefabrik. Was ihr hier seht, sind nur Rosenblätter, frische, die ich gerade geholt habe, die dürfen noch trocknen, und bereits getrocknete. Man kann ja für gar nicht so wenig Geld Rosenknospentee kaufen. Kommt halt oft von weit her. Was man aber tun kann, wenn man zum Beispiel das Glück hat, einen Balkon zu haben oder eine liebe Freundin mit Garten, dann reicht es einfach, wenn die Rose schon verblüht ist, die Blütenblätter aufzufangen, trocknen zu lassen und dann, am besten in ein Schraubglas, da rauchen sie nicht aus, kann man sie im Winter mit ein bisschen Honig als heißer Tee oder im Sommer ganz großartig über ein paar Eiswürfel den Tee gießen, als Eistee trinken. Ich zeige euch einmal, was das für eine Farbe macht. Einfach heißes Wasser drauf. Ein bisschen ziehen lassen, die letzten Zutaten. Ein bisschen Honig, vielleicht eher im Winter, ein paar Eiswürfel im Sommer. Und der Tee ist jetzt genau 5 Minuten gezogen und hat so eine tolle Farbe. Die ist natürlich bei den roten Rosen ein bisschen dunkler, aber auch gelbe und rosa Rosen kriegen eine schöne Farbe. Weil es jetzt gerade Sommer und sehr heiß ist, habe ich beschlossen, ich mache mir einen Eistee draus. Die Ayurveden sagen ja, Rosen öffnen den Herzmeridian. Schon habe ich euch alle ins Herz geschlossen. Guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.